Moin Leute! Ich hab die Softbox verprügelt. Es tut mir leid, Softie. Kannst du mir nochmal verzeihen? Also, es hat natürlich durchaus Vorteile. Zum Beispiel hat der glückliche Träger jetzt immer die Telefonnummer seiner Lieblings-Macis-Filiale dabei, falls aus welchem Grund auch immer mal. Bam! Bam! Bin total in Ekstase, ich rede so schnell. Ich brauche trotzdem eine halbe Stunde, um das Wort schnell zu sagen. Yay. Eigentlich handelt es sich bei mir um einen super cleveren Trick. Cleveren Trick? Warum rede ich gerade so hoch? Ah, verfickte Scheiße. Hallo, ich bin Eric Cartman aus South Park. Hi, Kommunistenjude, Kommunistenjude. Kai, was machst du denn? Oh nein, sie haben Kenny getötet. Entschuldigung, manchmal habe ich so meine Cartman-Phasen. Was mir? Klingt wie Kaschmir oder so. Bam, jetzt geht's los. Geil, die Aufnahme läuft. Handy ist im Flugmodus, wie sich das gehört für jemanden, der so professionell Videos dreht wie ich. Und ja, würde ich sagen, geht's los. Video. Alter, als Maul, ey, das ist richtig nervig, was du da von dir gibst, diese Laute. Bist du bekloppt im Gehirn oder was? Zwar möchte ich euch heute meine Hefte zeigen. Das ist so eine ganz schlechte Angewohnheit oder so eine Macke von mir, dass ich mir immer so im Auge rumreibe. Ich hab gerade ein Leben beendet. Badass! Heute mal etwas ganz anderes, denn vor kurzem hatte ich meinen ersten Schultag. Ja, natürlich, ich hatte meinen ersten Schultag. Ich hatte neulich meinen letzten richtigen Schultag. Was bedeutet, dass ich bald... Was bedeutet das? Oh ja! Um Hals. Oh ja, ja! Und wie wir wissen, ist die Schule ja immer vollkommen spannend. Regnet? Was ist das? Ach du Scheiße! Den ganzen Tag war mega schönes Wetter. Ich habe heute schon auf der Dachterrasse gelegen und mich einfach nur gesonnt. Und jetzt fängt's wieder mal an, total zu hageln. April, April, sag ich da nur! Weiter geht's, yo! Okay. Auf dem nächsten Bild sehen Sie... Ja, es ist schwer. Du bist breiter als der Türsteher, ich bin breiter als die Tür. Du wirst noch staunen, wenn ich dir meine Bio-Moves vollführe. Wenn das jemand zu dir sagt, bist du gedisst fürs Leben, Alter! Du bist gedisst! Oh mein Gott! So, wo war ich jetzt eigentlich gerade? Kommt in die Outtakes. In die Outtakes? Ach ja, genau. Oh mein Gott, ist das schlecht! Das ist so schlecht! In der Biologie haben wir irgendwann gesprochen von einer sogenannten Markscheide und wir haben einen Kumpel, der heißt Mark und das halt entstanden. Oh nein, das kann man echt keinem zeigen, das ist zu schlecht. Dann ist mir aufgefallen, dass die Skizze, die ich gemacht habe, irgendwie cooler wäre mit einer Obey-Kappe auf. Ein sogenannter Chaos-Tag ist, den man am, ja, der am Vorabend vorbereitet wird und dann eben ein Programm, ja, klar. Und an dem man ein Programm vorführt und die ganze Schule dekoriert und natürlich in der Nase popelt. Oh, geil, da stehe ich drauf. Der am Vorabend vorbereitet wird, unter dem ein Programm... Was ist ein Programm? Und im Rahmen, wie diese Rahmennudeln. Könnte ich auch wieder so einen schlechten Effekt machen, wie ich in so einer Tüte drin bin, aber ich glaube, das spare ich mir. Nee. Gedisst, Alter! Ich hab dich gedisst! Entschuldigung. Ich raste ein bisschen aus. Ich sitze hier schon ewig. Watch me dance.